Hallo, einen wunderschönen guten Tag. Ich habe eine ganz süße kleine Nachttischlampe, eine Stilllampe. Wenn man nachts ins Babyzimmer geht und stillt, kann man sich die anstellen oder einfach so zur Gesellschaft, zur Dekoration. Da gibt es ganz viele Gelegenheiten, wo man die verwenden kann und die ist wirklich richtig toll. Sie hat hier einen Ladepunkt. Kabel ist mit dabei, USB-C kommt ins Gerät rein, USB-A in die Steckdose, dann wird sie aufgeladen und dann kann man sie kabellos verwenden. Das finde ich erstmal schon richtig toll, weil dadurch ist sie natürlich viel flexibler. Man kann sie überall hinstellen und überall mitnehmen. Sie sieht auch schick aus, sehr dekorativ. Ich muss direkt mal hier hinten das Licht ausschalten, damit wir nur noch das hier haben. So, aber erstmal schnell erklärt. Unten ein schöner Fuß, damit sie den Untergrund nicht zerkratzt, steht aber auch relativ rutschfest dadurch. CE-Zeichen ist übrigens auch vorhanden, wird ja auch immer wieder überall gesucht. So, dann haben wir hier einen Ausschalter. Durch einfaches Tippen geht sie an. Durch Doppeltippen kann man die Farbe wechseln. Also von, jetzt hatten wir eben warm weiß, jetzt haben wir blau, dann haben wir grün, dann haben wir wieder warm weiß. Wieder blau, wieder grün. So, ich mache mal nochmal warm weiß. Dann, Moment, ich suche noch. Ja, ich bin auch noch am Üben, denn hier ist nämlich eigentlich auch noch mehr als nur diese Funktion. Erstmal wieder einschalten, jetzt hat sie sich ausgeschalten. Dann kann man sie dimmen. Wird das immer dunkler, immer dunkler, immer dunkler. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Besten so nochmal. So. Jetzt habe ich runtergedimmt. Jetzt gehen wir wieder nach oben. Es wird immer heller. Das Blau wird immer kräftiger. Und dann ist es wieder richtig hell. So, dann haben wir grün. Ich überlege immer noch, wie ich hier zum Farbverlauf gekommen bin. Hier war nämlich auch ein Farbverlauf gewesen. Da ist das Warmweiß. Wieder blau. Irgendwo habe ich was übersehen. Ach, jetzt haben wir den Farbverlauf. Da ist der Farbverlauf, der schwenkt dann immer mal wieder zu einer anderen Farbe hin. Das geht natürlich ganz langsam. Und dann haben wir hier die verschiedenen Einzelfarben, die man auch wählen kann. Die sind hier auf dem Farbring drauf. Ja, den sieht man wieder nicht, weil es dunkel ist da. Diesen Farbring drauf, da kann man dann lang gehen und kann die Einzelfarben abrufen. Ihr seht das hier unten bei meinem Daumen, da reflektiert das ein bisschen. Ja, so ist sie ganz toll. Kann man ganz viele schöne Sachen damit machen. Vor allen Dingen, wie gesagt, abends ein schönes Stimmungslicht. Ich empfehle die gerne weiter. 19,99 € für eine akkubetriebene Lampe finde ich perfekt. Das ist ein Toppreis und insofern hat es natürlich auch meine Empfehlung. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit und wünsche euch noch einen schönen Nachmittag. Tschüss!